Jung, männlich, netzaffin. Sie sind die Shootingstars der deutschen Politik, die Piratenpartei. Eine bunte Truppe aus Netzaktivisten, Bloggern und Computernerds. Sie setzen auf neue Medien und wollen die Parteienwelt auf den Kopf stellen. Wir versuchen nur ein anderes politisches Prinzip durchzuführen, das heißt weniger Hierarchie. Weniger Hierarchie, dafür mehr Transparenz. Der Parteichef twittert im Minutentakt. Und die Piraten im Saarland lassen sogar ihre Fraktionssitzungen per Livestream ins Internet übertragen, auch wenn die Webcam manchmal stört. Ich kann mich nicht konzentrieren auf die Redebeiträge, wenn hier eine solche Unruhe herrscht. Die Piraten wissen, wie man Netzwerke knüpft und die Protestwähler ködert. Mit Erfolg. Vergangene Woche zogen sie in einen weiteren Landtag ein, diesmal in Schleswig-Holstein. Und das, obwohl sie noch nicht mal ein richtiges Parteiprogramm haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von politischen Problemen, wo wir noch nicht bis ins Detail diskutiert haben, wie unsere Alternativen aussehen könnten. Vor allem die Grünen rümpfen über die Piraten die Nase. Ihr Vorwurf an die Polit-Newcomer: Die Piraten seien ein chaotischer Haufen ohne politische Zukunft. Die Piraten kontern den Grünen. Sie bezeichnen uns als Spinner und Ähnliches, werfen uns vor, wir würden der Würde nicht gerecht werden. Und hier verschanzen sie sich hinter Schlips und Kragen und benehmen sich in einer Art und Weise. Noch haben die Grünen gut lachen, doch schon bald könnten sie die Piraten nur noch von hinten sehen.